Die rote Bete, ihr Lieben, Powerfood, ist vollgepumpt mit Vitaminen, Eisen, Antioxidantien, sorgt für mehr Energie, stärkt unser Immunsystem. Denn die roten Pflanzenfarbstoffe schützen vor Zellschäden, stimulieren die Leberzellen und helfen, Giftstoffe zu eliminieren. Außerdem kräftigt die rote Bete die Gallenblase, stärkt die Abwehr, Vitamin C, Zink, Selen, schützt auch vor Erkältungskrankheiten. Deshalb sollte man einfach öfter rote Bete essen. Durch seinen hohen Anteil von Eisen, B-Vitamin und Folsäure wird die Blutbildung richtig schön angekurbelt. Also ihr Süßen, statt Eisentabletten, also wer unter Eisenmangel leidet, sollte einfach rote Bete essen. Außerdem regt sie Verdauung an und den Stoffwechsel. So, dann haben wir noch hier den Blumenkohl. Der Blumenkohl gehört nicht gerade zu den spannendsten Lebensmitteln, die Welt gesehen hat. Doch, wenn man sich erstmal mit ihm angefreundet hat und ihn entdeckt hat, gibt es unzählige Zubereitungsmöglichkeiten. Ich möchte euch heute eine Zubereitungsmöglichkeit in Form eines Reisblumenkohls vorstellen. Okay, Blumenkohl hat einen sehr intensiven Geruch. Man kann ihn roh essen, man kann ihn überbacken, man kann ihn dünsten, kochen, blanchieren, frittieren, pürieren. Also die Liste ist durchaus lang. Ich zeige euch heute also Blumenkohl als Ersatz für Kartoffeln oder Reis. Dadurch spart ihr eine Unmenge an Kohlenhydraten ein. So. Hallo ihr lieben Freunde der schnellen Küche. Ich zeige euch heute mal eine schnelle Gemüseküche. Wir essen ja irgendwie viel zu wenig Gemüse. Ja? Und ich möchte euch heute einen Ersatz, also einen Reisersatz. Es ist natürlich kein Reis, es ist Blumenkohl. Aber man kann es hat eine reisähnliche Konsistenz, wenn man ihn zerkleinert in der Küchenmaschine. Das werde ich gleich tun. Außerdem dachte ich an einen Rote-Bete-Salat. Also man kann den natürlich auch durchaus mit Schafskäse machen, aber das wollte ich heute nicht. Ich mache jetzt ein ganz einfaches Dressing zu diesen Rote-Bete-Scheiben. Die habe ich mit einem Buntschneidemesser geschnitten, dass die so schön, na, so streifig ist. Ne? Ich nehme dafür, was nehme ich denn dafür? Etwas Olivenöl. Ich gebe das mal hier so rein. Etwas Olivenöl. Alles so frei nach Schnauze. Statt Essig nehme ich den Saft einer halben Orange. Die Sojasauce brauche ich jetzt nicht. Ein klein wenig Ahornsirup. So, dass es nicht zu süß wird. Etwas Balsamico Cream. Also jetzt, man kann auch Essig nehmen, aber ich mag diesen. Ich schüttle das nochmal. Die Creme ganz gerne, dass es ein bisschen sämiger ist. Etwas Chili muss bei mir immer sein. Chiliflocken. Etwas frisch gemahlenen Pfeffer. Und selbstgemachtes Rosmarinsalz. So, das Ganze. Ich hoffe, dass das macht. Verquirle ich das so ein bisschen. Ich gucke mal, ob man das auch genießen kann. Und jetzt muss noch ein bisschen Balsamico-Essig darüber. Also Balsamico-Creme. War ein bisschen wenig. Naja, das ist so, ne? Selbstgemacht muss man aber so ein bisschen abschmecken. Und noch ein bisschen Salz. Klasse, ne? Mit dem Deckel drauf. So. Gleich die Kostprobe. Es fehlt doch noch ein bisschen Essig. Na, ihr kennt das ja, wer selber kocht, ne? Das Improvisieren und Abschmecken. Also der Ahornsirup muss nicht unbedingt rein. So, jetzt hat es eine sehr schöne Geschmacksnote. Außerdem werde ich jetzt noch ein paar Pekannüsse klein machen im Mörser. So, das Dressing.
gebe ich jetzt hier rüber. Das kann ruhig stehen, das müsst ihr auch nicht alles am gleichen Tag aufessen, wenn das gut durchgezogen ist. Das sind jetzt meine mit dem Mörser klein gemachten Pekannüsse. Ihr könnt natürlich auch Walnüsse nehmen oder Cashewkerne, also irgendwelche Nüsse, die ihr so habt. Als Verzierung ein bisschen Feldsalat darüber. So, jetzt haben wir schon mal den Salat fertig. Ging doch rucki zucki, ne? Also was ihr natürlich braucht für den Blumenkohl, um euch so einen Blumenkohl auch zu machen, oder Blumenkohl-Risotte, der riecht schon ganz schön streng, ne? Die Küchenmaschine, um das klein zu häckseln. Ich schmeiße das jetzt alles hier mal rein und guck mal, dass ich es nicht zu voll mache. Nachfüllen kann man immer noch. Bevor ich jetzt den Blumenkohl in den Wok gebe, habe ich das jetzt so ein klein wenig erhitzt und gebe Sesam in den Wok und röste den an, fettfrei. So 2-3 Minuten habe ich den jetzt angeröstet. Nun kommt ein guter Esslöffel, ist das ja, ein guter Esslöffel Kokosfett, Blumenkohl. Wenn ihr merkt, das ist zu wenig, dann gebt noch ein bisschen Fett dazu. Also ich habe jetzt noch so einen Löffel dazugegeben. Und das muss jetzt so 10 Minuten dünsten. Immer ab und zu mal umrühren. So, das Ganze habe ich jetzt in ein Schüsselchen getan und habe das umgestülpt, dass es ein bisschen netter aussieht. Das ist jetzt mein vegetarisches Mahl. So, ihr Süßen, jetzt werde ich das mal kosten. Mein Blumenkohl-Risotto. Also ich mag auch gerne Reis, aber Blumenkohl ist so eine Sache, die Röschen mag ich nicht immer. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee, auch für Kinder. Da müsst ihr nicht unbedingt Sojasauce dazugeben, obwohl die mögen das auch. Eine schöne Alternative zu Kartoffeln und Brot. Und man kann natürlich jetzt, was weiß ich, mache da Geschnetzeltes dazu. Ich wollte jetzt hier kein Fleisch braten. Ich wollte euch einfach was Vegetarisches zeigen, Low Carb. Und das schmeckt toll. Die Verbindung Kokos, Sesam und der Geschmack des Blumenkohls, der deutlich, der ist nicht mehr so intensiv. Das schmeckt richtig lieblich und die Sojasauce, perfekt. Also geht rucki zucki, ihr müsst aber eine Küchenmaschine haben. Ne? So, und jetzt koste ich nochmal den hier, ob man den auch essen kann. So, wunderbar, ganz toll. Habe ich immer ein bisschen rumgenascht für euch. Ihr Süßen, ich schreibe das gerne in die Infobox. Die Zutaten, das sind wirklich verschwindend gering. Es ist ein sehr preiswertes Essen. Die rote Beete bekommt ihr abgepackt im Bioladen oder im Gemüse, in der Gemüseabteilung beim Supermarkt. Diese vorgekochte, ihr könnt natürlich auch eine frische kaufen. Es dauert nur ewig, bis die so weich ist. Ne? Und wie gesagt, schön ist immer das Schneiden mit dem Buttschneidemesser. Ich verlinke das mal. Ich habe sogar eins gefunden. Von Wüsthof ist das. Und Blumenkohl-Risotto. Tja, das ist heute meine fixe, kleine Idee von mir aus meiner Küche. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bon appétit.